Albion ist nun im Industriezeitalter. Es ist auch das Zeitalter der Unterdrückung. Wenn Freiheit nichts als ein Traum ist. Man muss Stellung beziehen, um eine Rebellion zu führen. Um ein Held zu sein. Willkommen in der Stadt der Unterdrückten. Wer hier wagt, aufzubegehren, wird bestraft. Und wer hier wagt, zu hoffen? Die Lage ist hoffnungslos. Das Übel. Wahre Rebellen geben nie auf. Doch sie siegen nicht allein. Der Aufruhr hat begonnen. Doch wer führt die Revolution an? Was für ein schlimmer Anblick. Ein viel zu schöner Tag, um ihn zu verschlafen, oder? Was? Haut ab, Jasper. Diese Antwort ist eines Prinzen kaum würdig. Verzeiht, Zeit zum Aufstehen. Wenn ihr erlaubt, werde ich auch euren Gefährten hier wecken. Ach, bei solch royalem Verhalten geht einem das Herz auf. Gut geschlafen? Das wird ein anstrengender Tag. Na komm, wenn ich aufstehe, musst du es auch. Das wird nicht funktionieren. Sieh mich nicht so an. Braves Hündchen, brav, brav. Was für ein Paar. Wir sind alle verloren. Sir, wenn ihr mir bitte folgen wollt, vielleicht finden wir passendere Kleider für den heutigen Tag. Lady Elise möchte heute Morgen unbedingt mit euch sprechen. Sie wartet im Garten auf euch. Ihr wollt zu diesem Anlass bestimmt umwerfend aussehen. Ich habe mir erlaubt, zwei Outfits für euch zurechtzulegen. Trefft eure Wahl. Bitte beachtet die Farbe. Ah, eine glänzende Wahl. Lady Elise wird begeistert sein. Vielleicht solltet ihr sie jetzt mal aufsuchen. Ich rate euch, euren Bruder heute zu meiden. König Logan ist heute denkbar schlechter Stimmung. Einen guten Tag, Sir. Gut. Adieu, Jasper. Mein Prinz. Prinz? Ah, der Bruder des Königs.
Euch hätte ich ganz vergessen. Hallo, Prinz. Oh, wie geht es euch, Prinz? Ach, ihr seid also zurück. Mein Herr. Oh, tapferer Ritter, wollt ihr mich beschützen? Ihr seid zu weich. Im Kampf taugt ihr nichts. Hab ich recht? Hab ich recht? Ich werde euch beschützen. Ich weiß nicht. Ihr seht nicht besonders stark aus. Könnt ihr mir vielleicht eure Fähigkeiten demonstrieren? Wie ist das? Gar nicht mal so übel. Ich glaube, das geht. Dachte, ihr steht nie auf. Hat Jasper gesagt, dass ich euch sprechen wollte? Ja. Ist etwas passiert? Ich weiß nicht. Aber irgendwie sind alle im Schloss wegen eures Bruders noch nervöser als sonst. In der Stadt ist das noch schlimmer. Man hört so schreckliche Geschichten. Hört zu, ein Fabrikarbeiter soll hingerichtet worden sein. Es ist wahrscheinlich nur ein Gerücht, aber die Leute reden natürlich. Ich habe dem Schlosspersonal gesagt, dass ihr zu ihnen sprechen werdet. Werdet ihr das tun? Es könnte Schreckliches passieren, wenn niemand die Lage beruhigt. Glaubt ihr, das hilft? Ja. Sie mögen den König zwar fürchten, aber ihren Prinzen lieben sie. Werter Prinz, würdet ihr... Gut, gehen wir. Wie konnte euer Bruder einen Arbeiter hinrichten? Aber manchmal glaube ich, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Er hat sich so verändert und er sieht immer so furchtbar müde aus. Ihr lasst mich doch nicht allein in dieser Wildnis zurück. Ich habe Sir Walter von der Rede erzählt. Wenigstens seht ihr ihn bald. Was würde ohne ihn nur aus diesem Ort werden? Ihr sollt heute bestimmt mit euren Anweisungen fortfahren. Ihr scheint vom Kampftraining besessen zu sein. Es gibt nichts zu berichten, Prinz. Willkommen, Majestät. Besuch ist uns eine Ehre. Wir sind zusammengekommen, um euren Worten zu lauschen, sobald ihr bereit seid. Ihr macht schwere Zeiten durch. Aber der König ist so beschäftigt, dass er sich nicht genug um euch kümmern kann. Ich bitte euch, den Gerüchten keine Beachtung zu schenken. Ich verspreche euch, meinen Bruder zu überzeugen, dass ihr und eure Familien bessere Lebensumstände verdient. Vielen Dank. Das nennt ihr eine königliche Rede? Kein Geschrei, keine Drohungen. Jeder Satz von Vernunft geprägt. Es war einfach fabelhaft. Gut. Seid ihr bereit für euer Training? Passt auf ihn auf, Walter. Ich nehme an, ihr habt die Gerüchte gehört. Leider sind sie wahr. Wer weiß, was euer Bruder als nächstes vorhat. In der Zwischenzeit wird die Stimmung im Schloss mit jedem Tag angespannter. Ihr könnt wirklich gut mit Leuten umgehen. Sie haben alle zu euch aufgeschaut. So, wie man zu einem Anführer aufschaut. Mein Prinz. Prinz. Viele Leute wollen heute zu eurem Bruder. Die Ärmsten. Ich muss eine Familie ernähren. Sir Walter, was für ein Glück. Wärt ihr so nett, meine Petition zu unterschreiben? Wir müssen gegen die Armut in Albion kämpfen. All das Leid in den Straßen und der König tut nichts. Man muss ihn dazu zwingen. Gut und schön, aber ich bin nur ein alter Soldat. Mein Name bewirkt gar nichts. Aber vielleicht würde der Prinz hier euch weiterhelfen. Oh, da,
Das wäre herrlich, Majestät. Das wäre wirklich die größte Ehre. Habt ihr seine Elitesoldaten gesehen? Was verstecken sie hinter den... Das mache ich gern. Danke, mein Prinz. Eure Unterstützung wird alles ändern, da bin ich mir sicher. Wurde, war klar, dass ich nicht alt werde. Und ich hatte mich drauf gefreut. Zurück zu meiner Familie. Das war mutig. Ich bezweifle zwar, dass es einen Unterschied macht, aber vielleicht erkennt euer Bruder jetzt, dass ihr einen eigenen Willen habt. Mal sehen, ob ihr ihn im Kampfsaal gut einsetzen könnt. Kommt! Ihr habt in letzter Zeit gute Fortschritte gemacht. Aber heute geht es um mehr. Ihr sollt gegen mich kämpfen, als ob euer Leben davon abhinge. Eines Tages wird das Volk Albions euch brauchen. Kämpft! Schön! Erinnert ihr euch an die Geschichten, die ich früher erzählt habe? Über euren Vater, den Heldenkönig. Ihr konntet von diesen Geschichten nie genug bekommen. Und wisst ihr noch, was ihr danach immer gesagt habt? Zeigt mir, wie ich ein Held werde. Jedes Mal. Ich wünschte, ich hätte euch mehr beibringen können. Aber ich habe mein Bestes getan. Jetzt müsst ihr euer Bestes tun. Schlag zu! Zeigt mir jetzt, was in euch steckt. Ich bin nicht aus Stroh. Schlag zu! Ah, ihr habt es zerbrochen. Seht her. Na, bin ich nicht ein guter Lehrer? Hört zu. Da gibt es was. Walter, ihr müsst schnell kommen. Ihr beide. Was ist los? Vor dem Schloss. Sieht wie eine Demonstration aus. Das ist nicht gut. Sie sind schon auf dem Schlossgelände. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen. Mist, ich hätte es wissen müssen. Ich glaube nicht, dass Sie ahnen, wozu euer Bruder in der Lage ist. Das wird kein gutes Ende nehmen. Freiheit für Albion! Recht! Es ist lange her, dass Logan auf mich gehört hat. Aber ich muss zu ihm. Wartet hier. Es gibt noch etwas, über das wir reden müssen. Wir können nicht einfach hier rumstehen. Mir gefällt das überhaupt nicht. Wir müssen etwas unternehmen. Die Wachen haben die Treppen verlassen. Wir sollten Walter folgen und herausfinden, was Logan vorhat. Gehen wir lieber los. Vielleicht im Kriegssaal. Dann los, bevor uns jemand sehen kann. Schnell! Man sieht sie! Überlegt euch, was ihr da tut, Logan. Ich schütze die Interessen unseres Volkes. Fordert mich nicht heraus. Erschießt sie. Fangt mit ihren Anführern an und zielt dann, wenn nötig, auf die Menge. Das könnt ihr doch nicht machen. Sag mir nie, was ich tun soll. Walter! Er darf sie nicht alle töten. Ihr seid sein Bruder. Vielleicht hört er auf euch. Wir müssen handeln. Was machst du denn hier? Der Kriegssaal ist nichts für Kinder. Geh jetzt. Ich werde nicht zulassen, dass du die Leute tötest. Nein, halt! Genug! Du stellst dich gegen mich. Vielleicht möchtest du an meiner Stelle die Entscheidungen treffen? Du willst diese Verräter verteidigen? Also schön. Zeig, was du kannst. Bringt meinen Bruder und Anhang in den Thronsaal. Regeln wir die Sache offiziell. Los! Ich gehe. Oh, was? Lasst sie! Es geht mir gut. Keine Sorge, was auch passiert, wir stehen es zusammen durch. Geht weiter! Hier kommen die Helden des Volkes. Komm her, Bruder.
Du hast mich heute maßlos enttäuscht. Mein Fleisch und Blut hat mich verraten. Und eine Spionin. Wir haben nichts getan. Die Strafe muss dem Verbrechen angemessen sein. Dann bestraft mich. Du bist kein Kind mehr, also sollte ich dich nicht so behandeln. Du wolltest die Verräter vor dem Schloss heute Morgen schützen. Schön, du sollst deine Chance bekommen. Hier stehen die Anführer des Mobs. Du entscheidest. Wer wird bestraft? Diese Fremden oder das Mädchen? Sie erwartet der Tod. Was? Nein, nicht doch! Du bist der Prinz. Entscheide. Eure Majestät, Logan, bitte! Ich verleihe dir Macht über Leben und Tod. Nein, das kann ich nicht. Dann entscheide ich für dich. Sie werden alle hingerichtet. Sag mir, was bist du gewillt zu opfern, um das Richtige zu tun? Das ist Wahnsinn. Wir können doch nicht... Nehmt mich. Lasst sie nicht sterben. Nehmt mich. Es gibt nur eine Entscheidung für euch. Wählt mich aus. Hört ihr mir zu? Wählt mich aus. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Bitte. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich weiß, es ist schwer. Noch keine Entscheidung getroffen? Dann helfe ich dir. Dass es richtig ist. Ich werde jetzt bis 5 zählen. Nehmt mich. Sie haben nichts getan. Nehmt doch mich. 5. 4. 3. Ich will euch nicht verlassen. 2. Aber gebt... 1. Danke. Vielen Dank. Ihr habt bestimmt das Richtige getan. Vergesst nie, was er getan hat. Und dass ich euch liebe. Weg mit dem Mädchen. Erledigt sie. Das werde ich dir nie verzeihen. Gut, dann vergisst du es auch nie. Bringt meinen Bruder in seine Gemächer. Los. Gebt euch nicht die Schuld, Sir. Keiner von uns hat geahnt, wie weit sein Wahnsinn fortgeschritten war. Ich muss etwas tun. Ich kann nicht hierbleiben. Nein, wir werden das Schloss verlassen. Dieses Königreich braucht eine Revolution. Einen neuen Anführer. Es braucht einen Helden. Schauen wir, ob ihr bereit seid. Wozu bereit? Sohn eures Vaters zu sein. Schön. Ich packe das Nötigste zusammen. Keine Zeit. Wir nehmen nichts mit. Auch keinen Pyjama? Los. Wir müssen jetzt gehen. Seid unbe... Ich hätte im Thronsaal etwas tun müssen. Ich hätte ihn aufhalten sollen. Damit würdet ihr nur euren Tod herbeiführen. Vielleicht hätten wir früher fortgehen sollen. Bei Nacht sieht dieser Garten schon ziemlich unheimlich aus. Wohin gehen wir? Ich dachte, wir verlassen das Schloss. Ja, aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Es ist Zeit, Albions letztem Helden Respekt zu zollen. Dass ich diesen Ort noch einmal wiedersehe? Ihr hättet das wissen müssen. Als euer Vater starb, versprach ich ihm, euch eines Tages herzubringen, wenn ihr alt und stark genug dafür wärt. Das ist eure Geschichte. Es ist euer Erbe. Die Welt musste lange ohne Helden auskommen. Aber ich hoffe, es wird bald einen geben. Das ist der wertvollste Besitz eures Vaters. Das Gildensiegel.
Es wählt diejenigen aus, die die Kraft in sich tragen, die das Potenzial haben, Legenden zu werden. Nehmt es. Sollte jetzt etwas passieren? Wer seid ihr? Ich bin Theresa, Seherin des Turms. Ich führte euren Vater bei seinem größten Triumph. Aber euch steht ein noch größeres Schicksal bevor. Das Siegel ist ganz allein bei eurer Berührung erwacht. Das Schicksal Albions ruht jetzt auf euren Schultern. Vor euch liegt der Weg, der euch bestimmt ist. An seinem Ende liegt das Reich, das ihr regieren werdet. Wie allen Helden stehen euch viele Prüfungen bevor. Aber allein könnt ihr diese Tore nicht passieren. Ihr braucht Anhänger und müsst die Unterstützung der Leute suchen. Vorerst habt ihr nur die Hilfe zweier Freunde. Jasper, der euch immer dienen wird. Und Sir Walter Beck, der euer Verbündeter sein wird. Gemeinsam habt ihr den ersten Schritt auf eure Reise unternommen. Geht durch das Tor und fordert euren Preis. Große Macht in euch. Euch fehlen nur die Mittel, sie freizusetzen. Nehmt dies. Der Handschuh wird die Magie in euch bündeln. Nutzt ihn bei dem Grab im Mausoleum. Und der Weg aus dem Schloss wird sich für euch öffnen. Kehrt zurück, wenn ihr genug Anhänger gesammelt habt, um das nächste Tor zu erreichen. Jetzt geht. Walter und Jasper folgen euch, wohin ihr auch geht. Und eines Tages vielleicht auch der Rest Albions. Und fühlt ihr euch jetzt anders? Ich weiß nicht. Versucht es mit einem Zauber. Das ist der einzige Weg, wie wir hier rauskommen. Das erwähntet ihr möglicherweise schon. Sollte ich es verraten? Es hat funktioniert! Ihr seid ein Held! Das habe ich niemals bezweifelt. Also, ich natürlich auch nicht. Trotzdem, es hat funktioniert. Ein bisschen eng, oder? Und dunkel. Ihr hattet es doch nie mit engen Räumen, oder, Sir Walter? Ich hatte es auch nie damit, mir ins Auge stechen oder mich enttauchen zu lassen, na und? Oh je, da habe ich einen Nerv getroffen. Wie wäre es, wenn ich den Butler am Kopf treffe? Ah, das ist doch besser. Groß, geräumig, ausreichend Sauerstoff. Genauso wie ein Fluchtweg aus dem Schloss sein sollte. Was ist eigentlich genau unser Plan? Abgesehen von unserem Auszug aus dem Schloss, den ich selbstverständlich unterstütze. Nun ja, wir müssen Logan aufhalten. Wie soll ich das tun? Ich bin zwar ein Held, aber ich bin ganz allein. Genau. Und deshalb brauchen wir Verbündete. Viele Verbündete. Wenn ihr beweist, wer ihr seid, werden euch die Leute folgen. Und viele werden auch kämpfen wollen. Aber sie brauchen einen Anführer. Jemand, an den sie glauben. Albion braucht eine Revolution. Tja, junger Held. Das ist eure Chance zu zeigen, was in euch steckt. Setzt den Zauberkönig ein. Thank you.
Ich bin's jedenfalls. Kommt, und auf euch bin ich auch stolz. Nie habe ich ein so elegantes Kauen gesehen. Das ist nur eine Frage der Hygiene. Fledermäuse sind ekelhaft. Wie auch immer. Das war ein erster Beweis eurer Fähigkeit. Ihr seid der Anführer, der dem Land die Revolution bringt. Ihr Fledermäuse, macht euch Magie bereit! Beeindruckende Vorstellung, Sir. Unfassbar, dass ich heute Morgen noch eure königlichen Kleider zurechtgelegt habe. Jetzt bin ich Monsterfutter. Haltet euch jetzt lieber die Nase zu. Das ist die Kanalisation von Bowerstone. Und vielleicht auch die Augen, Jasper. Wir haben erledigt noch ein anderer Polizei. Den Zauber habt ihr inzwischen gut drauf. Wollen wir weiter? Ah, was für ein Gestank. Wir müssen in der Nähe vom Bowerstone-Industriegebiet sein. Vermutlich. Nicht gerade der sicherste Ort für uns. Aber wir sollten aus der Stadt herauskommen, sobald wir an der Oberfläche sind. Das ist wohl eine Sackgasse. Nicht ganz. Was ist das? Ich glaube, es ist ein Kalist. Das ist ein automatisches Transportsystem für Helden. Wo sind wir hier? Es ist der Unterschlupf eures Vaters. Er hat davon erzählt, aber ich hätte nie gedacht, dass er wirklich existiert. Das ist ja unglaublich. Jasper, dieses Buch, da steckt ein Zettel mit eurem Namen drin. Das kann nicht sein. Für Jasper? Das ist schon möglich, aber es kann eigentlich nur ein Zufall sein. Oh, seid nicht blöd. Der alte König muss es für euch dagelassen haben. Wie heißt es? Das Buch der Helden. Außergewöhnlich. Hilft es uns, hier rauszukommen? Das ist wirklich überaus bemerkenswert. Alles, was wir nur über Helden und diesen Ort wissen möchten, steht hier auf diesen Seiten. Diese Karte ist eine Art Reisemechanik. Wählt einfach, wohin ihr reisen möchtet, und sie bringt euch dorthin. Fantastisch. Gut. Benutzen wir sie. Wir haben später noch genug Zeit, diesen Ort zu erforschen. Jetzt liegt eine größere Aufgabe vor uns. Aber wie soll ich das anstellen? Zuerst gehen wir ins Gebirge von Mistpeak. Die Leute dort wären großartige Verbündete. Sie werden ihre Treue nicht einfach anbieten, aber sie hassen Logan. Und wenn sie jemand überzeugen kann, dann ist es ein Held. Sehr schön. Ich werde mich mit diesem Unterschlupf einmal näher auseinandersetzen. Es wird uns zweifellos noch nützlich sein. Alles klar. Sucht Mistpeak auf der Karte. Mal sehen, ob das Buch uns die Wahrheit sagt. Das scheint das Vagabundenlager in Mistpeak zu sein, genau da. Wählt es als euren Zielort aus und ihr werdet dorthin gebracht. Ganz einfach. Geschafft! Ich hatte vergessen, wie kalt das hier ist. Kommt! Die Leute hier nennen sich Vagabunden. Sie sind zäh. Sie sind loyal. Und, wie ich vorhin bereits sagte, sie hassen Logan. Ja, es sieht vielleicht nach wenig aus. Aber hier beginnt die Revolution. Dazu hat Logan sie gemacht. Er hat die Kontrolle über die Berge übernommen und begonnen, die Wälder zu zerstören. Ich wusste, dass sie wenig Nahrung finden, aber nicht, dass es so schlimm ist.
Ich brauche was. Der Mann, den wir überzeugen müssen, heißt Sabine. Alt und stolz, aber ein guter Anführer. Er wird nicht so schnell Treue schwören, schon gar nicht einem Prinzen. Ich spreche lieber zuerst allein mit ihm. Ihr solltet euch vielleicht neue Kleider besorgen, während ich mit Sabine rede. Etwas weniger Majestätisches. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Ich habe nur wenig Gold, aber es sollte reichen. Und vielleicht könnt ihr den Rest unter den Leuten verteilen. Sie brauchen es dringender. Wo bekomme ich Kleidung? Oh, keine Sorge. Ihr findet schon jemanden, der Geld von euch nimmt. Und jetzt wünscht mir Glück. Mit diesen Lohnerwischen bringe ich ihn um. Hallo, wie schön euch zu sehen. Seht euch ruhig um. Alles nur wegen Logan. Schön. Wollt ihr hier etwas kaufen? Wirklich? Mein bester Kunde. Hallo, Sir. Jasper hier. Hallo. Benutzt man das? Ich spreche durch das Gildensiegel. Was für ein außergewöhnliches Ding. Solange ihr das Siegel tragt, können wir frei miteinander kommunizieren. Und nicht nur das. Ihr könnt bei Bedarf auch jederzeit in den Unterschlupf zurückkehren. Dürfte ich das nun anregen und ihr legt die neue Kluft an? Ah, hallo. Im Unterschlupf ist auch eine Ankleide. Kommt her, dann zeige ich sie euch. Ich war so frei, eure Kleidung den Ankleidepuppen überzuziehen. An diesen Puppen könnt ihr alle Gewänder, die ihr auf euren Reisen bekommt, gut aufbewahren. So, zieht doch einmal eure Vagabundenkluft über. Na also, ihr seht wie ein Vagabund aus. Ich hoffe, diese neue Kluft ist ebenso bequem wie euer königliches Gewand. Aber das ist wohl leider eher unwahrscheinlich. Jetzt, da ihr angekleidet seid, solltet ihr zu Sir Walter zurückkehren. Es ist Zeit, diesen Sabine zu treffen, von dem man so viel hört. Oh. Warum? Ich bin so schlau. Warum sollte der König wollen, dass wir so leiden? Das ist besser. Das leicht Gammlige steht euch. Ich habe mit Sabine geredet, alles erklärt und... Na, ich sagte ja, dass er schwer zu überzeugen ist. Kommt. Aus dem Weg, Boulder. Ich kann nicht sehen. Welch Glanz in unserem Heim. Ein echter Prinz. Ein sehr weiter Weg vom Schloss. Prinz. Wie gefällt euch unser Zuhause? Gefällt euch, was euer Bruder uns angetan hat? Diese Berge haben immer uns gehört. Jetzt hat Logan sie erobert und tötet alles Leben in ihnen. Oh, wir sind kampfbereit. Aber warum sollten wir Logans Sippe folgen? Vertraut mir. Ich halte mein Wort. Wir geben hier nicht besonders viel auf Worte. Wir sind einfache Leute. Stimmt das nicht? Was wollt ihr dann? Beweise. Erstens, beweist, dass ihr, wie Walter sagt, ein Held seid. Das ist leicht getan. Unter Bright Wall gibt es eine Geheimkammer, die von eurem Vater gebaut wurde. Nur Helden überleben die Prüfungen und finden die Reliquien darin. Bringt mir eines der alten Objekte und ich werde euch glauben. Zweitens, beweist, dass ihr wert seid, uns in die Schlacht zu führen. Hierfür müsst ihr die Söldner erschlagen, die das Mistpeak-Tal plagen und uns das Leben schon lange schwer machen. Drittens, beweist, dass ihr ein Anführer seid. Überzeugt unsere Nachbarn in Bright Wall, ihr Essen mit uns zu teilen. Boulder. Oh. Ohne Essen sterben wir. Und Tote sind schlechte Verbündete. War's das?
Ja, das war's dann. Dann mal los. Viel Glück. War nett mit euch. Na, na los. Schön, dass das Alter Sabine nicht verändert hat. Und ich weiß, welchen Ort er gemeint hat. Euer Vater hat die Kammer unter der Brightwall Akademie gebaut. Albions größte Bildungsstätte. Zumindest, bis Logan sie geschlossen hat. Zeigt dem Bibliothekar euer Gildensiegel, er wird schon mehr kennen. Ich werde versuchen, mehr über diese Söldner herauszufinden. Wir treffen uns dann in Brightwall wieder. Es ist schön, mal etwas Nützliches zu tun. Diese Kammer unter Brightwall klingt faszinierend. Ich hoffe, ihr findet alles in Ordnung. Eine sehr schöne Kombination.
Ich sehe, ihr nähert euch Brightwall, ein netter kleiner Weiler. Und eine perfekte Gelegenheit, euch mit den ehrlichen Bürgern dieses Königreichs vertraut zu machen. Fern vom Gewimmel der Stadt und dem Fabrikrauch. Natürlich würde sie ein weniger wohlmeinender Gasttölpel nennen, aber ich ermutige euch, in ihren Läden einzukaufen, in den Tavernen zu trinken und an ihrem Kleinstadtleben teilzuhaben. Die Bücherei ist auf Befehl des Königs geschlossen. Wir verkaufen weder Getränke noch Hühnerfutter. Bitte geht, bevor die Soldaten euch des Wissenserwerbs verdächtigen. Beim Papyrus. Echter Besuch. Ich fürchte, ich habe die Wahrheit gesagt. König Logan hat die Akademie geschlossen. Jetzt bin ich nur noch Hausmeister. Heiliges Zeichen. Das Gildensiegel. Ich sah es zuletzt, als der alte Heldenkönig hier war. Dann seid ihr... Der Prinz, ja. Gute Güte. Bitte, hier entlang. Euer Vater sagte mir, dass einst jemand mit dem Siegel käme und Einlass in den Reliquienraum begehre. Doch ich dachte nie, dass es zu meinen Lebzeiten geschieht. Natürlich hat er die Akademie gegründet. Ich habe oft überlegt, was er wohl tun würde, wenn er sie heute sehen könnte. Da sind wir. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Forscher und Professoren diese Tür in der Hoffnung studierten, sie zu öffnen. Doch ich wusste, es gibt nur eines, das sie je öffnen könnte. Hallo, hier ist nochmal Jasper. Ich glaube, das erstaunliche Ding ist ein sogenannter Kreisel. Und wo wir gerade von erstaunlichen Dingen sprechen, ich habe etwas Unglaubliches im Unterschlupf gefunden. Ihr solltet so schnell wie möglich wieder kommen. Der Unterschlupf enthält eine Waffenkammer mit ganz erstaunlichen Waffen. Heroischen Waffen, die euer Vater euch hinterlassen hat. Hier entlang. Zugegebenermaßen wirken diese Waffen noch nicht sehr beeindruckend. Aber im Buch steht, dass sie sich durch die Benutzung verändern. Sie werden tödlicher und entwickeln fantastische Eigenschaften. Es handelt sich um lebendige Waffen. Und eure Art zu kämpfen bestimmt, wie sie sich entwickeln. Durch die Benutzung wird anscheinend die Klinge länger und schärfer. Wahnsinn! Das Schwert kann eure Feinde mühelos aufschlitzen. Und je nachdem, wen ihr tötet und wie, wird es immer stärker. Tja, jetzt habt ihr eine Waffe und solltet in die Kammern unter der Brightwall Akademie zurückkehren. Ah!
ja, der Kreisel. Man aktiviert ihn, indem man ihm einen Schlag versetzt. Eure neue Waffe sollte dafür geeignet sein. Thank you.
Hallo. Ja, wie ihr wisst, sagte ich, dass Kreisel einen Schlag mit einer Nahkampfwaffe benötigen. Tja, das scheint nur teilweise zu stimmen. Laut diesem Buch braucht man für die blauen Kreisel Nahkampfwaffen. Für die roten braucht man Magie und die gelben muss man anscheinend mit einer Feuerwaffe treffen. Glücklicherweise ist in dem Buch auch zu lesen, wo Feuerwaffen zu finden sind. Und diese Waffen... Man muss sie gesehen haben, sonst glaubt man es nicht. Bitte kehrt schnellstmöglich zum Unterschlupf zurück. Also hat euer Vater euch die fraglichen Waffen hinterlassen. Sie sind in der Waffenkammer. Wie das Schwert und der Hammer entwickeln sich diese Waffen durch Benutzung und werden gefährlicher. Sie richten mehr Schaden an und erhalten andere, unglaubliche Effekte. Die Pistole. Hervorragende Wahl. Schließlich seid ihr gerade in einem geschlossenen Raum. Ich bewahre das Gewehr auf, falls ihr eure Meinung ändert. Und jetzt probiert die Waffe aus und entdeckt ihre unglaublichen Fähigkeiten.
Ihr habt euch gut geschlagen. Tretet ins Licht. Ihr müsst noch einiges erfahren. Gratuliere, Held. Die Berührung des Gildensiegels hat gezeigt, was ihr werden könnt. Dass ihr die Spieluhr habt, zeigt, was ihr bereits seid. Nur ein Held konnte dies schaffen. So langsam lernt ihr, welche Kraft ihr besitzt und welches Potenzial noch in euch schlummert. Aber ihr habt erst den ersten Schritt auf eurer Reise getan. Albion ruft nach einer Revolution und jemandem, der sie anführt. Anhänger für eure Sache zu finden wird schwer. Sie gegen Logan zu führen, wird eine noch größere Herausforderung. Aber ihr müsst es schaffen. Er wird für seine Taten bezahlen. Hier geht es nicht um eine persönliche Fehde. Solange euer Bruder auf dem Thron sitzt, ist Albion in großer Gefahr. Öffnet die Spieluhr. Sie zeigt euch die Wahrheit. Albion ist mein. Seine Städte beugen sich mir oder werden brennen. Seine Berge neigen ihr Haupt oder werden zerfallen. Albion ist mein. Sein Volk ist mir treu ergeben oder stirbt. Nur ich alleine werde über seine Zukunft entscheiden. Ich weiß, was ich tun muss, und nichts wird mich aufhalten können. Wir werden größer und wir werden noch stärker sein. Ganz gleich, welche Opfer dafür auch nötig sein werden. Albion ist mein. Ich würde es lieber zerstören, als es aufzugeben. Wenn ihr noch an der Notwendigkeit einer Revolution gezweifelt habt, war das eure Antwort. Unter der Herrschaft eures Bruders wird das Reich untergehen. Jetzt müsst ihr euren ersten Verbündeten finden. Ihr könnt keine Rebellion ohne Anhänger führen. Sabine ist ein guter Mann und sein Volk ist stark.
heilige Kartei. Es ist geschafft. Das ist ein Grund zum Jubeln. Albion hat wieder einen Helden. Falls ich je nützlich sein kann, wäre es eine Ehre, euch zu dienen. Euer Erfolg war gewiss, Sir. Jetzt habt ihr den Beweis für euren Heldenstatus. Und ich glaube, Walter hat Fortschritte mit dem Söldnerproblem gemacht. Er wartet vor der örtlichen Taverne auf euch. Sollte meinen, bei Abenteuern. Die Wirtschaft läuft so schlecht, dass ich meine Ware praktisch verschenke. Er kann uns nicht länger so behandeln. Er nimmt fast alles, was ich verdiene. Wart ihr erfolgreich? Fantastisch. Es wird euch freuen, dass ich jetzt etwas über die Söldner weiß, die Sabine erwähnt hat. Ihr Anführer ist ein Mann namens Saker. Er war früher Soldat, hatte aber schon immer mehr mit Banditen und Halsabschneidern gemeinsam. Seine Männer verschanzten sich in einer kleinen Festung in den Bergen. Aber ich habe da schon einen Plan. Kommt mit. Ich kaufe alles. Jedenfalls fast alles. Einer der Söldner. Ein kaltblütiger Mörder. Er heißt Clarence, wird aber von allen Jimmy genannt. Er hat den ganzen Tag in der Schenke getrunken und den Leuten das Leben zur Hölle gemacht. Es war nicht schwer, ihn abzufüllen. Diese jungen Schläger. Alles halbe Portionen, wenn ihr mich fragt. Wie auch immer, nehmt ihnen die Kleider ab und ihr kommt ungehindert ins Lager. Versucht, diese Flecken einfach zu ignorieren. Unser Lager ist leer. Um jemanden zu überzeugen, müsst ihr euch schon noch etwas mehr anstrengen. Selbst diese Idioten merken, wenn der Bart oder Tätowierungen fehlen. Aber ihr könnt bestimmt alles Notwendige in der Stadt besorgen. Ich werde herumfragen, mit wem ich über Nahrung für die Vagabunden sprechen kann. Man hat hier vielleicht nicht viel übrig, aber die Leute sind freundlich. Man muss sie nur überzeugen. Wie auch immer, viel Glück mit Saker und seinen Söldnern. Das wird euer erster richtiger Kampf. Aber ich weiß, dass ihr das schafft. Es soll ja nicht so befriedigend sein, wie eigenes Geld zu verdienen. Ein neues Kostüm, das ist wohl die beste Söldneruniform, die man für Geld bekommen kann. Das ist schon etwas ironisch. Ihr seht aus wie ein Bilderbuch-Söldner. Könnte damit zu tun... Im Unterschlupfladen gibt es nicht gerade anziehend. Wir leiden ein wenig unter Engpässen und deshalb biete ich euch mehr, falls ihr das habt, was ich suche. Einige der Läden haben bereits. Ich führe den besten. Wir gehen noch bankrott, wenn sich die Lage nicht bessert. Und wir sind nicht allein. Niemand versteht mich. Ich brauche Geld, um Essen zu kaufen. Das ist wirklich ganz nett. Betteln ist nun mal ehrliche Arbeit. Gar nicht mal übel. Ich muss ja nicht echt sein.
Ja, klasse! Ja! Zu meiner Zeit gab es noch ein wenig Disziplin. Kennen wir uns? Ja, genau! Wenn das Geschäft nicht besser wird, bin ich raus. Aus dem Geschäft natürlich. Ja! Das sieht man nicht alle Tage. Ihr habt genug Geld angesammelt, um ein Haus zu kaufen. Häuser sind exzellente Investitionen. Und ihr braucht ein Heim, wenn ihr jemanden kennenlernt. Klasse! Juhu! Jawohl! Was wohl unter der harten Schale liegt, würde ich gern mal herausfinden. Ihr gebt mir Gold und ich schenke euch ein Lächeln. Ja! Habt ihr gehört, dass ein Barde gesucht wird? Beste Waren aus Brightwall gibt es bei mir. Wenn ihr nicht findet, das ist richtig lecker. Ihr seid ein echter Künstler am Teig. Die Geschäfte laufen schlecht wie nie. Allerbeste Konditorkunst. Nur weiter so. Riecht einfach köstlich. Mama sagt, du weißt, wie schön mein Vater ist. Allerbeste Konditorkunst. Ihr könnt gegen die Besten bestehen. Gute Arbeit. Die Wirtschaft läuft so schlecht, dass ich... Riecht einfach köstlich. Was kann ich für euch tun? Habt ihr das schon mal gemacht? Ihr habt genug Gold, um die abstoßenden Objekte zu erstehen, die ihr benötigt, um eure Söldnerverkleidung zu vervollständigen. Tolle Leistung für ein Mitglied der königlichen Familie. Falls ihr Geschmack an der Arbeit gefunden habt, könnt ihr natürlich so lange weiterarbeiten, wie ihr wünscht. Oh, eine göttliche Kruste. Wir haben die Besten. Klasse, nur weiter so. Ihr könnt gegen die Besten bestehen. Großartige Teigarbeit. Man weiß nie, wann es einen Schlussverkauf gibt. Oh, eine göttliche Kruste. Ich gebe nur Leute. Klasse, nur weiter so. Oh, eine göttliche Kruste. Ihr findet in ganz Brightwall nichts Besseres als das Zeug. Ich liebe eure Technik. Ein guter Preis ist sicher. Kann ich euch helfen? Ganz toll. Großartige Teigarbeit. Viel Spaß damit. Ihr seid ein echter Künstler am Teig. Ein guter Kuchen. Guter Kuchen.
Ihr könnt gegen die Besten bestehen. Ich führe den besten Laden, Brightwalls. Habt ihr das schon mal gemacht? Die Geschäfte laufen schlecht wie nie. Ein guter Kuchen. Habt ihr das schon mal gemacht? Ein guter Kuchen. Den werde ich für mich selbst behalten. Ein fantastischer Kuchen. Ich bekomme alle paar Wochen neue Ware. Ah, der Kuchen des Tages. Mit unseren Schnauzern trefft ihr immer eine gute Wahl. Was braucht ihr? Es ist zwar teuer, aber die Ware ist jede Unze Gold wert. Braucht ihr da Hilfe? Ihr zahlt gutes Gold für gute Qualität. Ihr scheint alles zu haben, was ihr für eure... Begeben wir uns in die Ankleide und suchen euch eine Verkleidung, ja? Die passende Gesichtsbehaarung schmückt die Büste dort. Perfekt! Ihr seht gefährlich und absolut verdorben und verroht aus. Jetzt die Tätowierung. Na ja, sehr söldnerisch. Ihr werdet gut zu diesen Monstern passen. Und jetzt solltet ihr euch um Saker kümmern, oder? Jimmy, na, ein paar Vagabunden erledigt? Nur herein! Oh, war viel los bei euch? Nö. Bei mir auch nicht.
Ich wäre vielleicht besser bei meinem Vater eingestiegen. Und warum nicht? Jimmy, hey, hier drüben! Zisch ab, dämlicher Köter! Geh nicht zu nah ran, vielleicht hat das verdammte... Na, Jim, wart ihr in Brightwall auf Sauftour? Lasst euch bloß nicht einreden, alleine zu trinken sei schlecht. Eine der besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Also dann mal rein mit euch. Jimmy, seid ihr es wirklich? Irgendwas ist anders. Hattet ihr schon immer diese Augenfarbe? Nee, Jimmy hat blau-violette Augen wie duftende Lavendelblüten. Das ist nicht Jimmy. Nicht Jimmy! Das war mein Schuld. Kleiner Tipp, warum weiß ich nicht sein? Jimmy war mein Freund. Sterbt! Pistole macht sich bestimmt gut über meinen Kamin. Ein Kumpel von mir. Gut, noch nicht. Die Töle ist echt gefahren. Ausweicht, Idiot. Lasst euch gut aussehen. Das ist dieser Held, oder? Bonus für seinen Kopf. Wenn ihr auf den Knien um Gnade fleht, hören wir euch vielleicht. Haben wir zwar noch nie, aber... Guter Stopp, nur weiter so. Gut so, schießt weiter auf. Dreckige
eigenen Höhle! Tötet ihn! Ihr gehört jedenfalls nicht zu Sabines Vagabunden. Das ist sicher. Aber ihr sterbt wie sie. Nur Söldner, aber auch wir haben einen Ehrenkodex. Wie andere Soldaten. Wir verschonen die Vagabunden.
unabhängig davon, was ihr tut. Das ist das Versprechen eines Kriegers. Danke. Das vergesse ich nicht. Lass den Fremden gehen! Ein weiterer Schritt auf eurem Weg zur Herrschaft. Dass ihr Seker verschont habt, hat viele seiner Anhänger gewonnen. Die Kunde eures Mitgefühls und eurer Stärke verbreitet sich.